Vorarlberg im Auto fern. So, jetzt ist wieder mal so weit. Wir sind wieder unterwegs. Wir fahren die 3 Wochen in Vorschau. Sowohl der Feiertag morgen als auch der Sonntag sind sehr sonnig. Es ist Freitag, der 25. Morgen ist in Österreich Nationalfeiertag. Bis etwa Mittag kann es am Wochenende stellenweise aber nicht in Österreich sein, etwa in Oberösterreich, in Niederösterreich, Wien oder am Bodensee. Wir sind hier mit dem schnellsten Verkehrsservice Österreichs. 570 Kilometer bis zur Stadt, kommen am Abend da in Rostau. 10 Minuten wegen Überlastung sind es am Ländke und auf der Güdemannstraße, Kärntenstraße und Straßganger Straße stadtauswärts. Im Inselbild in Linz, da dauert es eine Viertelstunde länger auf der A7 Richtung Freistadt, ab dem Tunnel Windermichel Richtung A1 ab da. Schon beim Silberstar, das ist wirklich ein cool, lässiger Coaster. Ein Concon haben wir jetzt schon gemacht, Neige.
Jetzt ist es auch viel besser als früher. Viel wacher. Und beim Poseidon waren wir schon. Das ist also ein Wasserrutschen. Da wird man schon ein bisschen nass. Ein Wengerl. Besserl ist gut geschafft. Ein Wengerl. Ja, ein bisschen mal dazu. Also es ist schon ein bisschen länger, jetzt haben wir ja schon ein Zeit im Park, das ist die Hilfe. Blue Fire Coaster, Mega Coaster. Mal schauen, aber es geht schon gemütlich immer dahin. Das war nicht so schlecht.
so einfach nicht. So tun wir noch. So. Hier wird zum Essen. Geht schon. Ganz schön viel los da. Ein paar Leute. Wieder Europa-Park ist Geschichte. Jetzt gehen wir nochmal zu unserer Unterkunft und dann am Abend gehen wir Dramatica. Das ist eine eigene Show zu Halloween. Da schauen wir weiter.